Also, Joel Zimmerli. Büro Zimmerhelm, Sie haben eine grosse Ahnung über die alternde Bevölkerung in der Schweiz und die Wohnbedürfnisse. Was kommt auf die Gemeinde zu? Also der erste grosse Schritt, auf Sie zukommt, ist, dass die neuen Alten anders sind als die heutigen Alten. Sie werden mobiler sein, sie haben höhere Ansprüche, sie sind engagierter, sie sind mehr unterwegs. Also es ist einfach mit Veränderungen zu rechnen. Wer also, denkt man an die alten Leute von heute irgendwo in einem Altersheim versorgen, wer schneidet sich, was kann eine Gemeinde unternehmen? Das Wichtigste ist, dass in den Köpfen, also es gibt eigentlich noch nicht wirklich Zukunftsbilder zum Wohnen im Alter, weil bisher ist es so gewesen, man ist in ein Familienhaus und dann entweder geht man ins Altersheim oder man stirbt dort. Aber eigentlich die wenigsten sind nochmal umgezogen. Und darum gibt es relativ wenig einerseits Vorstellungen von, wo zieht man denn hin, und andererseits eben vor allem gerade auch in den kleinen ländlichen Gemeinden mit viel Eigentum gibt es auch wenig Alternativen, weil häufig wollen dann die älteren Leute in entweder Mietwohnung oder Eigentumswohnung. Und die Gemeinden haben wenig Angebot in diesem Segment. Das sind halt hauptsächlich also Einfamilienhäuser. Das sind die Einfamilienhausgürtel, die genau. Ja auch wesentlich für die Zersiedlung verantwortlich sind. Das heisst, genau. Die Lösung ist verdichtet nach innen. Kann man dann etwas über die Bedürfnisse sagen, bezüglich so, wo denn die Alten in Zukunft am liebsten wohnen würden? Ja, also schnell noch zum Verdichten, weil ein spannender Aspekt ist ja, dass wenn die Eltern umziehen und eine Familie wieder in das Haus hineinkommt, dann haben sie eine Einwohnerverdichtung, ohne dass sie eine bauliche Verdichtung mitmachen, was ja schon mal ein grosses Plus ist und eine Entwicklungsperspektive öffnet. Das andere ist, die Älteren wollen gerne ruhig wohnen. Also es sind jetzt häufig, wenn sie nicht vielleicht gerade an die Lütische Straße, sie wollen einen gewissen Komfort, sie wollen aber trotzdem auch eher kleinere Wohnungen, weil sie keine Lust mehr haben. Die Frauen haben keine Lust mehr, grosse Fenster zu putzen. Es sollte einfach ein solider Wohnungsbau sein. Vielleicht nicht Alterswohnungen ist eben schon wieder, man muss nicht Alterswohnungen bauen, weil ältere Leute wollen in einem gemischten Umfeld sein oder zumindest in einem Umfeld mit ähnlich alten Leuten, vielleicht auch ein bisschen jünger. Also man muss eigentlich einfach ganz einen soliden Wohnungsbau machen. Danke vielmals, Joel Zimmerli.